Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen! Eigentlich war dieser Antrag ja für morgen vorgesehen. Und da hätte er aus meiner Sicht auch sehr gut hingehört. Am 11.11. um 11.11 Uhr wäre der richtige Rahmen gewesen, um diesen Antrag zu beraten. Leider fällt das morgige Plenum aus. Und deshalb ist es wohl ein verspäteter Aprilscherz. Ich weiß wirklich nicht, ob die FDP wirklich sich, ob das ernst gemeint war, weil mit diesem Antrag haben sie sich endgültig disqualifiziert, um Geschlechtergerechtigkeit beizutragen in diesem Land. Und dazu gehört selbstverständlich die Sprache, dazu. Und selbstverständlich prägt Sprache auch Bewusstsein. Wenn wir uns Texte ansehen, in denen eben die männliche Form genannt ist, ich bin der Kollegin Kopper sehr dankbar für den Hinweis. Ich bin Erzieherin und hatte Fachbücher, in denen immer stand der Erzieher. Auf der Erzieherschule bist du ja. So, es waren aber ausschließlich Frauen an dieser Schule und wir kamen nicht vor. Und wenn wir uns die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, ja, der Abwehrkampf der alten Männer, der alten weißen Männer, es ist unerträglich. Sie werden ihn verlieren. Wenn wir uns die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen ansehen, Herr Kollege Witzel, in der steht der Ministerpräsident. Wir haben eine wunderbare Ministerpräsidentin. Wenn da steht der Landtagspräsident. Wir haben eine wunderbare Landtagspräsidentin. Wenn da steht der Präsident des Landesverfassungsgerichtshofs, haben wir eine wunderbare Präsidentin. Wenn da steht der Präsident des Landesrechnungshofs, haben wir eine wunderbare Präsidentin. Und wenn Menschen diese Texte lesen, da gibt es noch eine ganze Menge zu tun, damit auch klar ist, dass diese Funktion von Frauen ausgeübt werden kann und muss. Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung. Frauen sind die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Und Frauen gehören in alle Funktionen und Bereiche. Und deshalb gehört natürlich auch eine geschlechtergerechte Sprache dazu. Und Ihre abstrusen Beispiele von dem Antrag, der gar nicht beschlossen wurde, die FDP hat es immer noch nicht verstanden. Der Kollege Orth war ja früher Vorsitzender im Rechtsausschuss. Herr Dr. Orth führte immer eine Rednerliste. Sie wissen, die anderen Obleute sind alles Männer. Und wenn ich mich dann gemeldet habe und gesagt habe, Herr Dr. Orth, bin ich dann auch da drauf auf Ihre Rede? Es ist so einfach, Frau Schneider. Hier steht Redeliste. Geschlechtergerechte Sprache ist manchmal so einfach. So einfach. Ja. Die Punkte 1 bis 3 in Ihrem Antrag hat die Landesregierung schon lange auf den Weg gebracht. Und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, damit wir gemeinsam weiterkommen. Frau von Dinter, ich war noch nie Otto-Normalverbraucher. Und viele Millionen Frauen fühlen sich auch nicht als Otto-Normalverbraucher. Gender Budgeting hat nichts mit geschlechtergerechter Sprache zu tun. Das ist Unfug. Das ist völliger Unfug. Der letzte Punkt Ihres Antrags greift massiv in die Hochschulfreiheit ein. Also das können wir mit dem Grundgesetz nicht vereinbaren. Das können wir mit dem Hochschulfreiheitsgesetz nicht vereinbaren. Das ist völliger Quatsch. Das werden die Hochschulen weiterhin in ihrer Autonomie regeln, und sie werden es gut regeln für eine bessere Geschlechtergerechtigkeit. Wir werden dieses wichtige Thema nicht der Lächerlichkeit preisgeben. Wir lehnen Ihren Antrag von vorne bis hinten ab. Vielen Dank.